So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Brrr, bitter, bitter kalt, wir haben irgendwas um die 7 Grad, 8 Grad in dem Bereich und mein Baby sieht auch dementsprechend aus. Ihr sehen könnt, er hat wirklich sehr lange keine Wäsche mehr gesehen. Ihr habt das ja mitbekommen in den letzten Videos, also da muss auf jeden Fall ordentlich was passieren. Klar, wir laufen jetzt hier auf die ganz, ganz ekelhafte Jahreszeit hinaus mit den Temperaturen, allem drum und dran. Und dementsprechend haben wir natürlich zahlreiche ordentliche Verschmutzungen hier am Fahrzeug. Das bleibt nicht aus zu der Jahreszeit, aber man muss natürlich jetzt daran etwas ändern. Und dann habe ich mir ein kleines Set hier zusammengestellt. Ihr seht, 83 MeToo, Wonder Dryer, Trockentuch, genauso wie die Wonder Washer. Die sind natürlich dabei, 2-Eimer-Methode wie immer, weil ich habe ja auch noch Sonax Polymer Net Shield und die Sonax Spray Versiegelung aus der Ceramic Serie auf dem Lack drauf. Und da werden wir gleich mal den Langzeittest dann angucken und deswegen ganz sanft Wäsche hier mit dem Rich Home Shampoo, Felgenreinigung mit dem P21S, High End. Dann hier von den Nuke Guys nehmen wir den Allzweckreiniger noch dabei, der ist hier in der Sprühflasche drin in der Quasar. Von Turtle Wax nehmen wir einen schönen Insektenentferner, ein bisschen Wasser für Beading Sheeting nachher, wenn der Wagen sauber ist. Und natürlich FM30 mit Kompressor oben drauf. Auf geht's, viel Spaß beim Video. Freunde, es ist wirklich bitter, bitter kalt. Legen wir aber los. Auf geht's, schön Felgen einsprühen, einwirken lassen. Deswegen beginne ich damit eigentlich mal gerne, damit die am längsten halt einwirken, wenn wir gleich noch Insekten entfernen und dann die Vorwäsche machen, dann passt das. So. Und genauso natürlich auch die hinteren Felgen. Und ihr seht das immer schön hier in dieser Bewegung das Ganze machen. Und schön verteilen und natürlich auch ein bisschen ins Felgenbett. Und ihr seht das ja, ich habe ja sogar noch Sommerreifen drauf, fällt mir gerade erstmal selber auf. Und so langsam sollte ich eigentlich mal auf Winter wechseln. Ja, vielleicht mache ich das sogar heute Abend oder morgen dann mal. Endlich! Nächster Schritt, Insektenentferner hier von Turtle Wax und ich habe wirklich ganz wenig, aber so zwei, drei kleine habe ich hier festgestellt, sodass ich jetzt hingehen wollte. Guck mal, wie geil der zerstäubt. Das ist ein geiler Sprühkopf bei dem. Der sieht nicht danach aus, aber der zerstäubt halt, wie ihr sehen könnt, richtig cool. Dementsprechend schön einwirken lassen und ab dafür. Ja, während der Insektenentferner hier wirklich richtig geil umgeschwungen ist und einwirkt und genauso auch der Insektenentferner, guckt euch das mal an, und Viskosität, richtig geil. Guck mal, es läuft nicht richtig runter, sondern ist so dickflüssig, so viskos, dass es schön an den Stellen hier bleibt, um bei den Insekten perfekt einzuwirken. Und die habe ich auch gerade erst entdeckt. Guck mal, um den ganzen Kennzeichen, jede Menge so Kleingeschisse. Die müssen alle runter und dementsprechend kann man nämlich jetzt hingehen und wunderbar die FM30 vorbereiten. Ja, ihr seht das, die ist soweit vorbereitet. Knapp 3 Liter, habe ein bisschen zu wenig eingepackt, aber soll uns nicht stören. Rich Foam will ich heute nehmen und wieder mal kein Messbecher, ihr wisst das ja. Wir können natürlich hier den Kopf nehmen, aber ich weiß nicht genau, wie viel der hat. Ich glaube, der hat so 25. Muss ich einfach mal voll machen, zack. Einen rein damit. Oh, ihr kennt mich. Einen kleinen Schuss machen wir noch mehr. So, und dann gucken wir mal, was wir da für eine schöne Mischung haben. Und das wird schon. Oh, da ist das Wetter so scheißegal, wenn es so kalt ist. Ah, das macht direkt wieder 1000-mal mehr Bock, wenn das richtig schön schnüffelt hier. So, einschalten, ab dafür. So, Druck auf der Lunte, ab geht's. Da kommt noch was von der alten Mischung und los geht's. Ja, es war zu viel. Man sieht, es war mal wieder zu viel, besonders auf die 2,5 Liter. Da haben wir sehr dickes Schaumbild. Aber viele von euch mögen das ja. Ne? Schreibt es mal gerne rein. Eher so dick oder doch ein bisschen dünneres Schaumbild. Wichtig hierbei, Radkästen jetzt bei der Jahreszeit auf jeden Fall. Und das geht mit dem Ding so ideal. Einfach nur geil. Kannst du richtig schnell viel Fläche mitmachen. So, weiter geht's. Ich gehe jetzt gar nicht vorne an die Front, da haben wir einen Insektenentferner drauf. Soll der arbeiten. So, und auch hier Radkästen. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Ein Kollege von mir, Grüße an Micha, gehen raus, meinte letztens, der hat sich vorne noch mal tiefer gesetzt. Ich zeige gleich mal eine seitliche Aufnahme, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Mir selber, ich sehe halt regelmäßig den Wagen, da fällt das halt nicht so auf. Keine Ahnung, ich müsste mal nachmessen. Thank you.
Ja, von schaut euch das mal an. Ich denke, das kann sich soweit sehen lassen. Vorne habe ich, wie gesagt, extra mal ein bisschen außen vor gelassen mit dem Schaum jetzt, weil der Insektenentferner ja drauf ist. Der wirkt auch ganz gut ein, sieht gut aus. Und Radkästen, hier im hinteren Bereich sieht man, da habe ich ja mehr Luft. Da habe ich auch ganz besonderen Wert drauf gelegt, jetzt heute hier mit dem Einschäumen. Also ist ordentlich was drin, wie man sehen kann, tropft es da nämlich vom Überschuss auch schon raus. Und jetzt schreibt doch mal in die Kommentare, hat er sich vorne wirklich nochmal gesetzt? Kollege meinte das letztens. Also ich bin mir nicht sicher, aber es könnte wirklich sein. Also es ist schon heftig vorne tief geworden. Und im Verhältnis zu hinten, es ist halt leider nicht so stimmig. Aber ich habe keinen Bock jetzt irgendwie hier noch mal richtig Kohle reinzustecken. Weil das Fahrwerk fährt sich halt so richtig traumhaft. Er müsste halt einfach 2 Zentimeterchen hinten tiefer sein, damit es stimmiger wäre. Okay, aber darum geht es heute nicht. Wie ihr sehen könnt, Wagen perfekt, super eingeschäumt. Ich lasse mir auch gerade Zeit. Ich muss da unten noch mal ran, sehe ich gerade. Da habe ich ja noch gar nicht. Bin ich nur so lang gegangen, aber nicht von unten lang. Das mache ich gleich noch. Ja, und dann soll das noch ein bisschen einwirken, damit da auch richtig der gute Schmutz hier gut gelöst wird. Und dann geht's weiter. Und natürlich auch das Salz, was da drauf ist auf dem Fahrzeug. Ne? Gerade jetzt. Also wir fangen bei uns hier schon an. Wenn du morgens früh unterwegs bist, da sind schon die ersten Räumfahrzeuge und am Streuen und alles. Und das muss natürlich runter. Ja, wenn der Schaum jetzt einwirkt, können wir auch noch hingehen und nehmen hier von den Nuke Guys noch ein bisschen. Und ihr seht ja hier, da ist der Schaum schon wieder so ein bisschen weg. Und das habe ich für mich herausgefunden, dass das auf jeden Fall noch mal besser wirkt, gerade bei diesen dickeren Verschmutzungen, dass man hingehen kann und das Ganze mit einem guten APC noch mal ein bisschen einspritzt, genauso auch die Radkästen. Da gehe ich dann auch noch mal ein bisschen rein, ein bisschen dazu. Und Schweller geht jetzt soweit, aber da hinten war es halt wirklich extrem. Da gucken wir uns die andere Seite auch noch mal an. Ja, guckt euch das an, der Insektenentferner vorne ist wirklich klasse, also von Turtle Wax. So, ja, hier an der Seite, da sieht man es nämlich auch ganz gut, da ist der Schaum auch noch nicht so komplett weg, da war es nicht ganz so schlimm, aber auf der anderen Seite deutlich schlimmer. Freunde, wie ihr sehen könnt, sieht der Wagen schon deutlich besser aus. Klar, jetzt ist er natürlich nass und dementsprechend wirkt er natürlich auch anders. So, und jetzt guckt euch das mal an. Es geht ja auch um den Polymer Net Shield und den Ceramic Spray Versiegelungsvergleich. Wie ihr wisst, ist ja auf der Fahrerseite Ceramic Spray Versiegelung, auf der Beifahrerseite Polymer Net Shield. Und jetzt hier nur vorgewaschener Zustand, sieht man auch so auch schon. Das hat sich ja beim letzten Mal auch schon so ein bisschen herauskristallisiert. Polymer Net Shield logischerweise natürlich besser, stärkere Standzeit, längere Standzeit, stärkeres Produkt. Aber nichtsdestotrotz, für einfach eine Sprühversiegelung ist das halt wirklich ein krasses Level. Leute, ich habe das Zeug. Jetzt, wir haben November, ich habe das 7 Monate drauf. 7 Monate tatsächlich habe ich das jetzt hier auf dem Lack drauf. Und klar, hier an den Seiten, da tut sich jetzt nicht mehr so viel.
aber im oberen Bereich schon oder auch dachmäßig, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Das ist schon eine krasse Nummer. Klar, unterer Bereich hier auch deutlich schwächer. Gucken wir mal hier. Auch schon schwächer geworden, aber das hatten wir ja auch ähnlich schon beim letzten Mal. Da müssen wir jetzt mal hingehen und gucken, wenn wir den Wagen gewaschen haben, ob das dann da noch mal ein bisschen besser wird. Das hatten wir ja beim letzten Mal nämlich schon. Okay, ich bin vorbereitet, Handwäsche, aber es ist saumäßig kalt, es ist echt hardcore. Ja Freunde, unangenehmer Teil beginnt. Wir machen die Handwäsche und da wartet doch schon der Traktor hinter der Box. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen, ihr kennt das ja hier auf dem Land. So. Ah, der Geruch ist richtig geil. Ich dachte, es perlt noch ein bisschen mehr. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier aus der Versiegelung bzw. beiden verschiedenen Versiegelungen noch aus dem Lack rausholen. Mal gucken. So, ich beeile mich flott. Dann geht's wieder. Okay Freunde, wie ihr sehen könnt, Baby ist wieder richtig schön sauber. Hier im unteren Bereich sieht man auch, da ist es nicht mehr so lachenartig. So Wasserteppich hat sich geändert und guckt jetzt mal auf die Haube und sagt mal ganz unvoreingenommen, was ihr seht. Also ich sehe, dass es hier auf der Ceramic-Seite besser perlt als gerade, nur nach der Vorwäsche. Jetzt nach der Handwäsche perlt es besser. Und hier Netzschild sehe ich ähnlich. Da hat sich nicht so viel getan. Aber das hier. Das ist ein besseres Tropfenbild, aber das werden wir gleich im Beading-Sheeting sehen. Jetzt trocknen wir erstmal ab. So, und ganz vergessen, Insektenentferner hier von Turtle Wax. Guckt euch das mal an. Mega geil. Kennzeichen wieder richtig schön. Hier die paar Brummer sind auch entfernt. Optimal. Okay, bei den Scheiß-Temperaturen bin ich mal gespannt, wie das Abtrocknen läuft. In Bezug auf Schlieren. Wow, gar nichts. Geil. Sehr schön. Da haben wir ja noch... Also die Lackglätte hier vom Ceramic ist immer noch vorhanden. Das ist krass. Also ein Traum, ein Traum. Auch wie das Ridge Home hier sauber gemacht hat, richtig schön. Ja, Netzschild tendenziell ein bisschen glatter auch noch hier zu sehen. Sehr, sehr geil. Dann guckt euch das mal an. Also das Ding, 93 Meter Wonderdryer, bestes Trockenduro im Markt, hat schon so viel Feuchtigkeit jetzt gesoffen, aber die Olga ist immer noch durstig. Also rein damit, das sehe ich auch noch. Und natürlich auch Türholme und Kofferraumbereich genauso machen. Also, gesagt, getan, weiter geht's. Bloß nicht vernachlässigen. Diese Bereiche hier müssen wir auch alle schön trocken sauber machen. Alles drum und dran. Okay, Freunde, wie ihr jetzt sehen könnt, machen wir Beading-Sheeting-Test. Erstmal fangen wir hier drüben im Ceramic an. Mit dem Beading. Ja, das ist... Klar, das ist angegriffen, man sieht das, die Tropfen sind nicht mehr so krass schön rund, wie sie am Anfang waren, gar keine Frage, aber klar, das sind 7 Monate, die muss man natürlich dazu sagen. Und wenn wir uns jetzt hier auf der anderen Seite das Netzschild angucken, ganz klarer Gewinner. Hier sind die Tropfen sogar noch richtig geil, das ist ja der Hammer, guckt euch das mal an. Also da kannst du wirklich nichts gegen sagen, da kannst du nicht meckern, das ist wirklich ein Top-Ergebnis. Nach 7 Monaten für so eine einfach anzuwendende Versiegelung hier auf Polymerbasis, Wahnsinn. Next, wie angekündigt, natürlich der Sheeting-Test. Beginnen wir hier wieder drüben bei der Spray-Versiegelung. Ja, ist okay. Man sieht, hinterlässt hier auch noch einiges an Rückständen. Aber es fließt halt noch so ein bisschen. Okay. Und das gleiche machen wir jetzt hier drüben beim Netzschild. Ja, und da sieht man halt, ja, er hinterlässt auch so ein bisschen kleinere Wassertropfen. Ja, aber das Abfließen ist halt deutlich schneller. Wenn wir jetzt nebeneinander hier machen, guckt euch das mal an. Wir beginnen jetzt hier drüben bei dem, der langsamer ist. Der kriegt jetzt quasi den Vorteil. Gehen hier einmal rüber und dennoch ist der da drüben schneller. Im direkten Vergleich ist das halt immer geil zu sehen. Das ist halt wirklich krass. Freunde, ihr kennt die wunderschöne Location hier. Leider steht die Sonne irgendwie da drüben und schon ziemlich tief, sodass wir keinen Sonnenuntergang haben. Schade. Nichtsdestotrotz, der Wagen sieht wieder gut aus. Ich müsste Reifenpflege drauf machen, fällt mir gerade auf. Aber ansonsten wirklich top sauber geworden, hat Bock gemacht. Meine Hände, man sieht, es sind leicht rötlich, Eiszapfen. Also ist wirklich krass. Also bei dem Wetter ist schon heftig.
Aber es musste einfach sein. Ihr habt gesehen, wie der Wagen am Anfang aussah. Und jetzt guckt ihn euch jetzt an, wie der wieder spiegelt. Und hier zu den beiden Versiegelungen, die da drauf sind, 50-50. Also nach 7 Monaten, beide wirklich eine gute Leistung. Polymer Shield, wie aber auch zu erwarten war, wie ich vermutet hatte in meinem allerersten Video mit Micha zusammen, hat einfach die längere Standzeit. Sind natürlich stärkere Komponenten drin, das muss man ganz klar sagen. Ich verlinke euch alles unterhalb des Videos in der Infobox. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Haut rein, bis zum nächsten und ciao.